kommen sie. Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut. Reichweitenmalus nervt natürlich, ne? Wenn man sich auf einen konzentriert, könnte man den vielleicht schon tot kriegen. Die werden gleich alle angreifen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Wobei, wie gesagt, man könnte einen tot kriegen. Der marschiert hier gleich überall durch. Das ist doch Kacke. Und der haut uns halt... Der haut uns aus den Latschen. Der wird jeden hier töten, bis auf dich vielleicht. Oder der greift halt die an. Das kann auch sein. Okay, der ist schon mal tot. Der hat jetzt aber Rache der Natur und ist dadurch noch stärker geworden. Okay, der wird gleich eine Unit töten. Das ist natürlich genau das, was ich verhindern wollte. Okay. Ah, vergesst es. Ah, es läuft gar nicht gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Also ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht im Performance-Grad. Ich sehe keine Möglichkeit, diesen Kampf zu gewinnen, ohne meine Units zu verlieren. Insofern würde ich jetzt nochmal eben gucken. Das Einzige, was man machen könnte, wäre, man heilt den mal eben voll. Das sieht gut aus. Ja. Ja, das geht in Ordnung. Glyphen-Slot hinzufügen ist eigentlich cool, aber in dem Fall, wir haben so wenig Glyphen. Weißschaden machen wir mal. Was kannst du? Geschwindigkeit. Diese Einheit zählt auch als ein Dämon. Immer maximaler Schaden. Zählt auch als ein Dämon, finde ich gut. Weil wir werden später ziemlich krasse Buffs haben. Auf Dämonen. Wo steht denn jetzt hier, dass du ein Dämon bist? Ah ja, hier. Diese Einheit zählt auch als Dämon. Dann brauchst du den Ring ja aber auch nicht hier. Dann kriegst du den. Und gleich werden wir nochmal gucken, dass wir einen von unseren Arbeitern da... die... Oh, ein Fleischbrocken als zusätzliche Beute nach jeder Schlacht gegen Bestien. Fügt Elementarschaden hinzu. Das finde ich jetzt auch ganz gut, ehrlich gesagt. Und du bist ja die mit Fertigkeitsschaden, ne? Oder Fähigkeitsschaden, ja. Na, dann ist das doch genau das Richtige. Sondern was ist bei der anderen? Bei dir hatten wir Zauberwirker, die wir töten müssen. Warte mal, wir haben jetzt mit dem Schützen haben wir Elementarschaden. Und mit ihr könnten wir Weißschaden noch bekommen. So sind wir hier natürlich sehr, sehr gut ausgerüstet. Schwarzes Holz, okay. Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, du wurdest unterbrochen. Das ist ziemlich nervig. Tja, können wir den jetzt nochmal angreifen oder nicht? Wir könnten es eigentlich nochmal probieren. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Problem damit, dass er so krassen Schaden macht. Vor allen Dingen halt so krassen Weißmagie-Schaden, wogegen wir nichts haben. Das größte Problem ist eigentlich, dass er sofort kommt. Yes. So, die stehen jetzt praktischerweise aber in einer Reihe. Leiche verzehren. 33 Schaden, 21 Schaden, 27 Schaden. 33 ist hier das, was wir am meisten rausholen können. 66 Schaden. Wie viel Schaden kriegen wir gegen ihn denn rein? Commander? Yes. Zu wenig.
Lichtspeer. 66 Schaden. Ich würde gerne einen von denen erledigen. Oha. Ach, weil es flankieren ist. Und weil wir diesen super krassen Flankierschaden haben. Ja, dann töten wir jetzt einen. So. Als nächstes könnten wir theoretisch... Yes. Das ist eine Aktion, wartet mal. Eine Aktion. Wir ziehen dich jetzt weg und beschwören einen davon. Weil wir müssen das. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Lauffeuer bringt uns gar nichts. Heilen bringt uns aktuell auch nichts. Wir haben auch keinen Gegenstand, den wir nutzen können. Wobei, das könnte Brennen hinzufügen. Es fügt leider keinen Brennen hinzu. Okay. Der lebt noch. Okay. Der lebt noch. Was können wir noch machen? Wir können sonst nur angreifen. Das lohnt sich aber eigentlich nicht. Wir werden den auch mal wegziehen. Weil der hat es dann nicht so krass mit seiner Fähigkeit. Das macht 66 Schaden. Warte mal, wir müssen mit dem den angreifen. Okay, wir haben noch keinen Flankierschaden, das ist schade. Wir können aber noch einen weiteren hiervon rufen. Das machen wir auch. Wir ziehen uns den Schaden jetzt rein. Gut. 70 Schaden, okay, wir kriegen ihn tot. Ich glaube, wir kriegen ihn tatsächlich tot. Gelegenheitsangriff, das dürfen wir nicht. Commander. Können wir eine Leiche verzehren? Wir könnten ihn vielleicht tot kriegen, aber nur vielleicht. Und der Gamble ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch. Wobei, gar nicht. Wir können ihn tot kriegen. Jetzt haben wir aber immer noch den. Ich glaube, ich heile mich mal eben selbst. So. Yes. Meine Damen und Herren, wir haben Sarul besiegt. Und das war jetzt doch einfacher als erwartet, ehrlich gesagt. Nice. Das bringt uns natürlich richtig weit. Schwarze Asche nochmal dazugekommen und Ätherdestillat. Und das sind die Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen für unseren Raum. Außerdem bist du eine Stufe aufgestiegen gegen gepanzerte Units. Jo, das ist sehr gut. Ich verwende zwei Verbrauchsgegenstände. Puh, oh, das war ein Kampf da. Kiste mit Saruls Geheimnissen. Artefakt, Zutat, Buch. Wahnsinn. Plus 4 Fokus. Minus 50% EP-Bonus. Wird Level 2 mal auf. Verleiht die Fähigkeit Gedankenschlag. Okay, krass. Das hat uns Punkte bei Uram und bei Iskrim gegeben. Und dämonischer Einfluss von unserem... Lehrling ist weg. Der große, muskulöse Körper des Dämons kippt mit einem ohrenbetäubenden Krachen um. Aus mehreren Wunden sickert eine dunkle Flüssigkeit und als der Atem des Dämons schließlich aufhört, gleitet die massive Waffe aus seinem Griff und fällt klappernd zu Boden. Endlich. Nice. Ihr seht, wie die dunklen Tentakel des dämonischen Willens, die so viele in ihrem Bann hielten, sich auflösen. Der Zauber, der sie einst in den Dämon band, ist gebrochen. Euer Lehrling sollte nun endlich frei vom Einfluss des Dämons sein. Es wird Zeit zu gehen. Und damit ist dieser dämonische Einfluss weg und wir bekommen hier mehr Zeug. Cool. Zum Beispiel auch das Allfeuer halt, ne?
Ja, wir haben aber wirklich auch kassiert, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Heilung kriegen. Puh. Naja, dann können wir jetzt aber hier wieder den Kult bilden. Und wir können uns daran dann darauf konzentrieren, dass wir versuchen, Adamantinum zu kriegen, würde ich mal sagen, ne? Ich weiß allerdings nicht, wie wir hier diese ganzen Ruinen erreichen sollen, die halt überall da stehen, wo man nur mit Wasserlauf rüberkommt. Wir machen erstmal die Uram-Quest hier und die Mukwas-Kinder-Quest, würde ich sagen. Und wie gesagt, wir könnten jetzt hier theoretisch mal schauen, ob wir in der Ritualkammer das hier hinkriegen. Kiste mit Zaruls Geheimnissen ist schon krass. Schon wirklich krass. So, Ätherdestillat. Bequemer Stuhl, nein. Dann haben wir den Schädel. Dann haben wir die schwarze Asche. Und dann haben wir einen geladenen Kristall und kriegen die Opferschale. Nice. Perfekt. So, und jetzt könnten wir den zweiten Platz auch noch machen. Dafür brauchen wir aber hier das. Dämonische Macht. Hätte ich ganz gerne. Fähigkeitsschaden plus 3 ist cool. Dafür brauchen wir aber sehr, sehr viel. Naja, so viel Arkan kriegen wir nicht, sehe ich gerade. Elementar. Das wird nicht hinhauen. Naja. Halb so wild. Hauptsache, das eine haben wir jetzt erstmal geschafft. So, und was ist denn jetzt mit den Geheimnissen? Wo können wir die denn mal reintun? Wie sieht's bei dir aus? Das ist ein Artefakt. Also es könnte... Es könnte hier in die Hand. Der kann ja auch noch zweimal aufleveln. Und der hätte dann Gedankenschlag, beziehungsweise Gedankenkontrolle. Finde ich gut. Dann leveln wir das mal auf. Und bei einem anderen Helden könnten wir, zum Beispiel bei dem hier unten, da könnte man jetzt sagen, man nimmt dann eher, also erstmal fliegend meinetwegen, und er könnte das Buch des Okkultismus bekommen. Ja. Das ist doch mal okay. Alter, Wahnsinn, was für eine Runde, ey. Das hat schon reingehauen. Und wie gesagt, hat ja sogar tatsächlich ein bisschen dabei geholfen, dass unsere Beziehungen mit den Zirkelmagiern wieder besser werden. Die prügeln sich jetzt untereinander. Wir werden hier von allen Seiten angegriffen. Nervig. Stimmung heben, Meilenstein abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ach, das verbessert einfach die Willenskraft, okay. Verdorbenes Heiligtum. Errichtet eine Kammer, in der ihr mit eurem eigenen Blut dämonische Zeichen eingraviert. Dieser schreckliche Raum senkt die Verbindung, stärkt die Verbindung zu dämonischen Verbündeten, erhöht deren Macht und Loyalität. Ja. Forschung beginnen, würde ich sagen. Ist ein Raum. Da brauchen wir jetzt natürlich mal ein bisschen mehr Forschung, ne? Sonst dauert das ja ein bisschen sehr lange. Okay, können wir das nehmen? Sternstaub, orkische Rotkappe, schwarzes Holz und lebendiger Schädel und dann wieder abhauen. Hoffentlich klappt das. Können wir hier vielleicht sogar dann schon noch was anderes machen? Dämonische Macht wird nicht klappen, aber vielleicht... Erhaltet einen seltenen dämonischen Gegenstand pro Woche. Das wollen wir auch haben. Schaltet den zweiten Dämonen-Slot frei. Können wir die Verschmelzungs... Ne, wir können die Verschmelzungskammer nur einmal haben. Also eine Sache fällt hiervon weg. Jetzt ist die Frage, brauchen wir den Kult-Slot? Oder brauchen wir den zweiten Dämon-Slot? Ich würde eher den zweiten Dämon-Slot machen, ne? Wir müssen jetzt mal gucken, was wir dafür brauchen. Also der würde helfen. Der würde nicht helfen. Der würde auch nicht helfen. Der würde helfen.
So, jetzt brauchen wir noch 6 Arkanen. Schaffen wir gar nicht. Ne, 3 Arkanen brauchen wir noch und 5 Elementar. 5 Elementar. Es ist einfach unmöglich. Es ist unmöglich. Sowas hier würde natürlich... Na, es geht nicht mal. Nee. Ich wüsste nicht, wie man es machen soll. Wir kriegen es nicht hin. Zumindest mit den aktuellen Sachen noch nicht. Aber das wird sich irgendwann auch ändern. So, der kann geerntet werden. Hast du jetzt eigentlich... Hast du schon deine Loge gebaut? Haben wir schon eine Loge von ihm? Ah, hier ist Philos Queste wieder. Und hier ist auch immer noch die Zauberbuchseite. So, wir haben hier eine Loge. Und da oben haben wir eine Loge. Gott, haben wir schon viele Quests. Das ist ja unmenschlich. So, das war dein Loge. Aber die bringt ja gerade gar nichts mehr. Außer Baustelle. Allerdings bringt das jetzt hier auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Es sei denn, wir gucken mal, was wir hier noch für Orte finden. Ob es sich lohnt, hier schon mal ein bisschen weiter zu kämpfen. Kommen wir gegen die an? Ja, kommen wir. Da ist doch schon wieder ein Dämonenfürstenthron. Das ist doch Wahnsinn. Und hier haben wir die Orks in der Westwehr. Das ist doch echt verrückt, oder? Ich finde das verrückt. Wir gehen hier oben lang. Wir gehen auch hier oben lang und dann kombinieren wir das gleich. Wir machen mal den verlassenen Schrein hier. Ihr stoßt auf ein Lager, wo sich eine Truppe Soldaten ausruht. Ihr haltet euch zurück, während sich eure Kundschafter anschleichen, um wirklich sicher zu gehen, dass es sich um die Täter handelt. Bald darauf kehren sie zurück. Das sind diejenigen, die das Ritual durchgeführt haben, sagen sie euch. Sie dienen Uram den Roten und warten auf weitere Befehle von ihm. Einige der Truppen könnten auch Dämonen sein, die durch Magie getarnt sind. Senden wir dem Zirkel eine klare Botschaft und killen sie. Easy. Zwischen den Überresten von Urans Truppen findet ihr einen kleinen Behälter, der vor Magie vibriert. Seine Energie entspricht der des Ritualplatzes, der euch zu diesen Soldaten geführt hat. Und ihr geht davon aus, dass sie durch das Opfer, dass sie durch das Opfer erhalten haben? Okay. Whatever. Vielleicht ist das Urams Zorn wert. Segen. Hätte ich eben bei Sarul auch gebraucht. Ne? Wir werden jetzt erstmal hier aufräumen. Dich brauchen wir auch. Und du kannst, wie gesagt, ja gleich da den neuen Kult bilden. Was machen wir mit dir? Zu den Zwergenruinen kommen wir nicht. Da oben glitzert doch was, ne? Oha. Ein Trupp, mit dem ich mich auch anlegen will. Mal sehen, was wir da oben noch so alles finden. Du kannst auch noch weitergehen. Ah, da sind auch schon wieder Untote. Schwierig. Sehr viele Trolle hier. Anhänger von Mukwa. Zu Beginn der Schlacht erhält die Einheit Verschmaust. Hält 3 Züge oder endet nach 3 Zügen. 4 Nahkampfschaden, 4 Fertigkeitsschaden, 5 Lebensregeneration zu Beginn eures Zuges und eine Geschwindigkeit. Das ist aber nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So, was haben wir hier? In den vielen Stunden, die ihr damit verbracht habt, das Arbeitszimmer eures Meisters aufzuräumen, habt ihr auch Aufzeichnungen zu einer Expedition zum Tuskari-Meer gefunden. In dem Bericht steht, Tag 62. Ich habe noch nicht ergründen können, was es mit den Medusen und ihren magischen Fähigkeiten auf sich hat. Sie sind zwar durchaus bereit, ihr Wissen zu teilen, aber ich verstehe ihre Art zu denken noch nicht und würde gerne länger unter ihrer Anleitung lernen. Leider müssen wir rasch zum Turm zurückkehren. Heute sind Berichte über das Vorrücken des Zirkels eingetroffen und die klangen nicht gut. Wir werden alles zurücklassen, um schneller voranzukommen. Ich hoffe, dass ich die Aufzeichnung eines Tages werde bergen können. Das Expeditionslager ist natürlich auch sehr weit weg, ne?
Wahnsinn. Ja, und wir haben die Opferschale gebaut. Das heißt, dass wir jetzt hier, wenn wir Dämonologie machen, eine vierte Zutat haben, was uns natürlich enorm hilft. Es fehlt ja immer noch eine... Na, ihr wisst schon. Ein Dämon, den wir noch nicht entdeckt haben. Und ich kann mir gerade keinen Reim darauf machen, was das für ein Dämon sein soll. Was haben wir den? Vielleicht kann man da irgendwas mit... Was können wir denn da mal machen? Ja. Der Schlot von Mugwa. Der Hexenmeister von Mugwa. Chip. Chip. Der Feinschmecker von Mugwa. Ich weiß ja nicht, ne? Jetzt haben wir den Hexenmeister von Mugwa. Jetzt haben wir den Schiedsrichter von Mugwa. Das brauchen wir nicht. So ein Hirn von Mugwa. Hm, genau. Mhm. Da ändert sich nichts. Da ändert sich auch nichts. Okay, das heißt aber jetzt zum Beispiel, wenn wir... Nehmen wir mal an, wir würden jetzt sagen, wir machen hier den... Den... Und dann noch irgendwie... Haben wir hier noch was mit Zweien? Mit zweimal Leben? Ja, den. Und dann halt noch... Oh, wobei, dann kann man auch das nehmen. So, den und dann... Den. Dann haben wir ja den Turm von Mugwa direkt. Und der bringt plus 40 Leben. Den Turm von Mugwa, Stufe 3. Und das Ding ist halt krass für... Nahkämpfer, ne? Okay. Verstehe. Einigermaßen verstanden tatsächlich. So, hier haben wir natürlich immer noch jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Niederer Dämon. Wenn ich den jetzt da rein tue, dann habe ich halt einen besessenen rituellen Dolch. Aber ich hätte hier gerne noch einen Dämonenslot dazu, damit man die Artefakte halt noch stärker machen kann. Ja, und ich hätte, wie gesagt, als Turm hätte ich hier gerne noch die Fähigkeit, ein seltenes dämonisches Artefakt pro Woche zu kriegen. Das scheint mir auch stark zu sein. Und hier fehlt jetzt halt noch die Möglichkeit, dämonische Macht ordentlich zu kriegen. Weil wenn ich jetzt die nehme, dann fehlen immer noch drei. Ich könnte zwar den nehmen und dann hätte ich dämonische Macht, aber ich will die schwarze Asche eigentlich ungern dafür hergeben, weil die hat auch noch zwei Tod, was wir ja auch brauchen. Also müssen wir da noch warten. Ja. Mehr Räume will ich eigentlich nicht bauen, weil ich lieber vielfältige Räume habe. Also mal gucken. So, hier fahren wir aufs Meer hinaus. Orks in der Westwehr wollten wir... Oh nein. Vor euch erhebt sich ein hoher gewundener Turm, der auf einem Fundament aus Leichen errichtet wurde. Ihr seht niedere Dämonen, die reihenweise Humanoide auspeitschen und Unmengen von Speisen und Getränken aus dampfenden Trögen in den Turm tragen. Es muss sich um die Festung eines mächtigen Dämonenfürsten handeln, denn ihr seht auch ein Heer bewaffneter Kreaturen umherziehen. Die dunkelrote Sonne bricht kaum durch die dichten Nebelschwaden, die den Ort umgeben. Ich frage mich, wem dieser Turm gehört, das sehen wir. Und es gefällt uns nicht. Ach du Scheiße. Ja, ein Kaiserschnitt hatte der, ne? Das heißt, seinen Sohn können wir auch irgendwann verprügeln. Toll. Ganz toll. Verbinden. Das ist ein ganz guter Trupp, würde ich mal sagen. Und seine Loge ist ja auch noch nicht gebaut. Die könnte man zum Beispiel hierhin bauen. Ist kein schlechter Ort für die Loge, ehrlich gesagt. So, du prügelst den weg. Warum könnte diese Einheit sterben? Das sehe ich nicht. Ich zeig euch das.
und wie ich euch das zeige. Aber die kommen, das ist klar. Der kann auch werfen, da müssen wir aufpassen. Schwerer Speer. So ein sehr schwerer Speer. Eigentlich würde ich sie kommen lassen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, sie sollen kommen. Ich habe das Gefühl, das war jetzt nicht so die klügste Entscheidung, die sie treffen können. So, wir sind jetzt da und können den fast tothauen. Wir können den jetzt tothauen. Das ist aber auch ein Schaden, ne? Warte mal, sie hat Zauberwirker töten. Wir haben keine Zauberwirker hier leider. Und du könntest... Was hast du? Einfach nur Schaden machen, ne? Ja. Das war schon sehr krass. Gut. Sehr gut. Erledigt. So easy ist das. Kein Level up. Aber ein ordentlicher Kampf. Die wären jetzt als nächstes dran hier. Die können wir bedenkenlos verprügeln. Glyphenslot oder Sandschleudern. Geblendet. Minus Schaden. Machen wir einen Glyphenslot. Irgendwann haben wir vielleicht genug davon. Wer weiß das schon. Ach, wir haben sogar einen gekriegt hier. Das ist doch mal nett. So. Als nächstes müssen wir vielleicht auch mal den Turm wieder bewegen, ne? Dann machen wir das mal als nächstes. Es dauert leider recht lang. Weil den Turm müssen wir dann ja hier nach oben kriegen, wenn wir das Allfeuer... Wenn wir das fertig machen wollen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier, glaube ich, dann ein Irrlicht brauchen, um das nochmal anders zu entfachen. Ein schweres Flügelpaar flattert über eure Truppen in der Erwartung eines Wyvern oder Greifen, seht ihr nach oben. Stattdessen erblickt ihr eine große Kreatur mit Armen und Beinen, die den Himmel mit ledernen Flügeln überspannt. Trotz ihres enormen Körpers ist die Kreatur schnell und verschwindet bald hinter den dunklen Steinen eines Turms in der Ferne. Mraskdur. Ach du Scheiße, die sehen aber auch creepy aus, ne? Also was das angeht, haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist wirklich zum Fürchten. Verdorbene Adamantinum-Ader. Ja, komm. Wir können dir vielleicht auch noch... Ah ne, du kannst das gar nicht tragen. Schade eigentlich. Dieses Bergbau-Ding halt, ne? So. Tot. 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 Ihr hört ein Krächzen und Flügel schlagen lange, bevor ihr die Statue seht. Die Trolle haben es auf einem Felsvorsprung erbaut, aber es wurde teilweise zerschlagen, um eine steinerne Mulde zu bilden, mit einem seltsamen Aufbau aus Büschen und Ästen darauf. Ist das ein Nest? Große Flügel strecken sich von inmitten des Steinhaufens dicken Äste und Knochen. Ein Schnabel, spitz und leicht gebogen, streckt sich gen Himmel. Ihr könnt außerdem sehen, wie das, was wohl einst Mukwas Kopf gewesen sein muss, ebenfalls im Nest liegt. Dann hört ihr den hohen Ruf eines jungen Greifen nach seiner Mutter und als ihr den Blick nach oben wendet, seht ihr noch ein Dutzend mehrerer Greife. Ihr könnt es unmöglich mit allen auf einmal aufnehmen. Kann ich aber absolut. Aber sowas von. Und schon sind sie platt. Als ihr den letzten der Greifen erledigt, durchdringt ein eindringlicher Schrei die Luft. Weitere der majestätischen Biester stürzen vom Himmel auf euch herab. Ihr Gefieder glänzen im Sonnenlicht. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Ja, dann sollen sie halt kommen. Tschüss. Ist es noch mehr Forschung für mich? Kann also nicht schlecht sein. Nach jeder Schlacht 100%. Halt täglich bis zu 100%. Ja, dann machen wir das doch. Los. Endlich ist die zweite Welle der Bestien besiegt. Die Beseitigung des Nestes nimmt einige Zeit in Anspruch, aber da der größte Teil des darunter befindlichen Götzenbildes noch intakt ist, gibt es nicht viel zu tun, um es zu reparieren.
Schon bald erstrahlt die Statue von Mukba wieder in ihrem alten Glanz. Die Trolle werden damit zufrieden sein, hoffe ich auch. Und dann haben wir als nächstes ja noch das hier. Und hier haben wir auch noch einen abbaubaren Ort. Ich würde sagen, das war es dann auch erstmal mit Let's Play. Also mit dieser Folge zumindest von Let's Play. Kann ich den eigentlich hier rausnehmen? Und durch den Dämon ersetzen? Weil der natürlich auch schon krass ist, ne? Und er ist ein Dämon. Slayer. 122. Ja, mal gucken. Haben sie beide Arcana-Pfeil? Ja. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Let's Play Spellforce Conquest of Eo. Und Demon Scourge. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.